Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Webinar mit dem Thema Axe of UDP und heute mit dem Schwerpunkt alles rund um den Take-Export. Mein Name ist Dennis Rotsch, ich bin bei Axe of als Pre-Sales-Consultant tätig und ja, bin damit Ihr Ansprechpartner rund um alle technischen Fragen rund um unsere Produkte. Wie immer wird das Webinar aufgezeichnet, das heißt, Sie können sich die Aufzeichnung später dann auf unserem YouTube-Kanal, über unsere Webseite anschauen, sowie werden wir Ihnen per E-Mail den Link der Aufzeichnung dann zukommen lassen. Wir sind wie immer mit dem GoToWebinar-Tool unterwegs. Das heißt, Sie sind alle automatisiert auf stumm geschaltet. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben sollten, können Sie die gerne im Chatbereich stellen und ich würde dann anschließend versuchen, diese zu beantworten. Sowie können Sie diese Slides und ich habe Ihnen noch ein paar weitere PDFs zu Axe of UDP und Axe of Backup im Handout-Bereich zur Verfügung gestellt, die Sie sich von dort aus dann herunterladen können. Und schauen wir mal, ich habe heute eine kleine Agenda vorbereitet. Das heißt, ich möchte kurz wie immer ein paar Worte zu uns verlieren. Dann möchte ich so über die ganzen Tape-Export-Varianten, die wir Ihnen mittlerweile zur Verfügung stellen, Ihnen mal so einen kleinen Überblick verschaffen. Und wir wollen dann anschließend noch ein bisschen über Performance sprechen. Das heißt, was kann man tun, um gewisse Dinge zu optimieren? Also vorwiegend den Tape-Export. Und in der Live-Demo-Umgebung würde ich dann diese einzelnen Varianten dann nochmal herausstellen, sowie dann später Ihre Fragen dann, die Sie im Chatbereich auch während der Präsentation jederzeit stellen können, dann versuchen zu beantworten. Ja, Axov ist ein weltweites Unternehmen in 150 Ländern vertreten. Wir sind der erfahrenste Datenschutzexperte am Markt, 1983 gegründet und verstehen uns letztendlich als Hersteller, der eine All-in-One-Backup- und Disaster-Recovery-Lösung Ihnen zur Verfügung stellen kann, die alle drei Plattformen an Speichern letztendlich unterstützt, letztendlich Disk-Speicher, Tape-Speicher und Cloud-Speicher. Wir sind weltweit mit 7.500 Partnern organisiert, die unsere Lösungen dann implementieren bei unseren Endkunden. Das heißt, wir haben ein sogenanntes Two-Tier-Business-Modell und arbeiten weltweit mit führenden Technologieunternehmen zusammen. Okay, soweit kurz zu uns und ja, jetzt möchte ich mal vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, wie Axe of UDP eigentlich arbeitet. Wir haben ja, UDP ist ja einmal eine Disk-to-Disk-Backup-Lösung, so wie jetzt hier in diesem Bild auch dargestellt. Das heißt, UDP sichert ja primär einmal immer entweder in unseren Recovery-Point-Server, in das Backup-Repository rein, oder wir können auf einen lokalen oder auf einen Netzwerkpfad halt direkt drauf sichern. Und von dort aus haben wir dann in UDP die Möglichkeit, diese Backup-Daten aus diesem Backup-Repository oder von diesem Pfad dann auf ein Tape auszulagern. Rein technisch gesehen sofern Sie immer ein LTO-Tape beispielsweise ansprechen möchten, verwenden wir immer dazu das Axe of Backup, was ein Bestandteil von der Axe of UDP-Lizenzierung ist, auch in der kleinsten Edition. Und das erlaubt es Ihnen dann rein technisch gesehen, gibt es eine Schnittstelle, wo wir letztendlich auf das Backup-Repository von UDP drauf zugreifen können und die Backup-Daten von dort aus dann auf Tape schreiben können, sowie dann auch später wieder von Axe of Backup dann restoren können, entweder an den originalen Ort oder auch den kompletten Datastore zurück an den UDP-Server selbst. Ja. Und wir haben eigentlich im Prinzip zwei Varianten, wo wir sagen können, wie wir jetzt letztendlich unsere Daten auf Tape schreiben können. Wir haben einmal eine sogenannte Light-Integration und dann diesen Data-Store-Export. Und um Ihnen das mal ein bisschen so zu veranschaulichen, wo da die Unterschiede bei sind, habe ich mal hier diese Grafik aufgezeichnet. Das heißt, wir haben ja in UDP diese Technologien für globale Deduplizierung und Komprimierung. Und ich habe jetzt hier oben mal einfach mal drei Server genommen, die in Summe jetzt 30 Terabyte vielleicht an Daten haben. Und wenn wir die mit unserer UDP-Technologie sichern, haben wir ja die Möglichkeiten, dann dieses Datenvolumen deutlich zu reduzieren. So wie ich jetzt hier unten dargestellt habe, habe ich dann beispielsweise einen Datastore mit 10 Terabyte, deduplizierten und komprimierten Daten dann halt. Und jetzt gibt es einmal die Möglichkeit, über diese sogenannte Light-Integration diese Backup-Daten dann auf Tapes rauszuschreiben. Bei dieser Light-Integration ist es so, werden Ihre Daten aus diesem Datenstore wieder extrahiert, also quasi entdedupliziert und dann auf einzelne Tapes granular dann raufgeschrieben.
Das hat halt den Vorteil, dass Sie dann hergehen können, die Tapes einlegen können und granular auf die Daten zugreifen können und sich einzelne Dateien von dort aus auswählen können und dann diese zurückspielen können, entweder auf den Backup-Server selbst oder an die originale Quelle selbst auch, ne? Also der direkte Restore an die originale Quelle wird hierbei auch unterstützt. Der Nachteil dabei ist, wie man hier in dem Bild auch schon sieht, dabei geht die Deduplizierung logischerweise verloren, weil die Daten halt dann wieder, wie wir so sagen, rehydriert werden und dann granular auf die Tapes dann halt zurückgeschrieben werden. Das heißt also, die originalen 30 Terabyte, die wir einmal hatten, sind dann auf den Tapes dann auch wieder 30 Terabyte. Ja? Und dieser Vorgang hat noch einen weiteren Einfluss letztendlich auf die Performance. Und zwar, wenn Sie in einen so einen Dedup-Datenstore reinsichern, dann ist es so, dass das Festplattensystem sehr stark beansprucht wird, wenn Sie die Daten dann wieder granular auf Tape rausschreiben müssen. Können Sie sich vorstellen, wenn wir Datenblöcke runter deduplizieren auf die kleinste Blockgröße, die wir haben, sind ja 4 Kilobyte. Und wenn Sie diese dann wieder entdeduplizieren müssen, dann sozusagen in 64 Kilobyte oder vielleicht auch 128 Kilobyte Blöcken dann auf Tapes schreiben müssen, dieser Prozess ist dann halt entsprechend rechenintensiv und wirkt sich in der Regel dann auch negativ auf die Performance dann drauf aus. Und dann haben wir noch den zweiten Weg, das ist sozusagen der Data Store Export, das heißt, da können Sie einen kompletten UDP Data Store nehmen und den auf Tape raufschreiben. Und das hat halt viele Vorteile. Und zwar auf der einen Seite bleibt dabei die Deduplizierung erhalten, weil wir den Data Store so nehmen, wie er ist und schreiben den einfach auf Tape. Die Übertragungsgeschwindigkeit ist hierbei auch höher als bei dieser Light-Integration, wie ich jetzt mal sage, weil die Daten müssen nicht entdedupliziert werden, sondern wir nehmen einfach diese 4 Verzeichnisse, aus denen so ein UDP-Datenstore besteht, und schreiben die einfach dann auf Tape dann zurück. Und ich sage mal so, das ist gerade so auch vielleicht in kleineren Umgebungen ein ideales Szenario für ein Disaster-Recovery-Szenario, wo sich jetzt ein Kunde vielleicht jetzt kein zweiten Backup-Server leisten kann, wo die Backup-Daten nochmal hinrepliziert werden, sondern für die Kunden, die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt hier nur einen reinen Backup-Server und möchte meine Daten irgendwo auf Tape exportieren und die vielleicht irgendwo in den Safe bringen oder zur Bank irgendwo dann wegschließen. Das heißt, in diesem Falle, wenn mein Backup-Server jetzt stirbt, habe ich dann die Möglichkeit, den kompletten Data Store später dann wieder herzustellen und habt ihr nicht nur die Sicherung von gestern, sondern die ganzen historischen Daten dann halt auch. Ja, der Nachteil dabei ist, die ganze Datenbank muss erst komplett wiederhergestellt werden, um jetzt auf einzelne Dateien dann halt drauf zuzugreifen. Ja? Und mein Bild hin da. Und hier ist es jetzt eine rein exemplarische Darstellung, ne? Weil es ist jetzt natürlich nicht immer so, dass jetzt ein Kunde, wie jetzt in diesem Beispiel, 30 Terabyte an Daten hat und dann ist der Data Store 10 Terabyte groß, ne? Das hängt natürlich davon ab, wie lange Sie Ihre Retention in den Data Store eingestellt haben. Es kann natürlich auch sein, wenn Sie sagen, okay, ich möchte vielleicht sogar mehrere Jahre in meinem UDP Data Store vorhalten, dass der Data Store selbst dann vielleicht auch so doppelt oder dreimal so groß ist, wie die eigentliche zu sichernde Datenmenge dann halt auch ist, ne? Wie gesagt, das ist also eine symbolische Darstellung, einmal um das zu veranschaulichen, wie diese beiden Prinzipien dann halt arbeiten. Das kann halt sein, dass in der individuellen Konfiguration bei jedem Kunden man das einzeln dann halt betrachten muss. Okay, ja, und jetzt möchte ich Ihnen gerne mal so die Möglichkeiten, die wir haben, um auf Tape zu exportieren, ein bisschen mal erläutern. Und wir beginnen mal einfach mal mit dieser Light-Integration. Das ist diese Schnittstelle, die haben wir ja bereits mit der ersten Version von ArcSurf UDP mit beigehabt. Das heißt, es ist die Integration über ArcSurf Backup, wo Sie dann diesen im Backup-Manager letztendlich den UDP Recovery Point Server sehen können und von dort aus dann über ArcSurf Backup die einzelnen Backup-Daten dann auf Tape rausschreiben können. Ja? Hierbei passiert immer Folgendes: Es wird immer die letzte Sicherung, die in einem UDP-Data Store existiert, genommen und dann auf Tape herausgeschrieben. Egal, ob das jetzt eine inkrementelle, eine Überprüfungssicherung oder ein Vollbackup ist. Sofern es eine inkrementelle Sicherung ist, werden wir daraus immer ein synthetisches Vollbackup erzeugen. Das heißt, Sie haben immer ein Vollbackup Ihres kompletten Server-Images dann auf Tape. Ja?
Bei dieser Variante werden die Daten rehydriert. Ich habe da mal hingeschrieben, entdedupliziert in Klammern, ja. Und das bietet Ihnen halt dann die Möglichkeit an, einzelne Dateien dann direkt von dem Band halt wiederherzustellen. Und diese Variante ist in jeder UDP-Lizenz enthalten. Auch wenn Sie jetzt eine UDP-Standard oder Advanced-Lizenz haben, haben Sie diese Backup-Methode immer in der Lizenzierung mit enthalten. Ja. Und ja, dann schauen wir uns mal den zweiten Weg an. Der ist dann mit der Version UDP 6 dann gekommen. Und zwar haben wir diesen sogenannten Copy-to-Tape-Task. Auf Deutsch heißt es ja Wiederherstellungspunkte kopieren in der Methode. Und das ist rein technisch gesehen genau das gleiche, wie wir in der ersten Variante gesehen haben. Nur, dass Sie das Ganze direkt aus der Bedienoberfläche von ArcSoft UDP dann managen können. Ja? Und da können Sie dann konfigurieren und sagen, okay, möchte ich die täglichen, die wöchentlichen oder die monatlichen Sicherungen dann auf Tape exportieren. Das heißt, diese Granularität oder das zu selektieren, diese Möglichkeit haben Sie dann nur über die UDP-Maske dann halt. Ne? Währenddessen ist, wenn Sie es über ArcSoft Backup machen, nimmt er einfach immer die letzte Sicherung und schreibt diese dann auf Tape runter. Und auch bei diesem Verfahren, klar, können Sie hergehen und Dateien granular von Tapes wiederherstellen und diese auch direkt zurücksichern. Aber der Restore von Tape passiert immer mit dem ArcSoft Backup dann dabei. Der Vorteil bei dieser Variante ist, dass der Tape-Export erst dann losläuft, wenn der erste Task abgeschlossen ist. Und zwar sehen Sie ja hier in dem Screenshot der Task 1, da sichern wir jetzt ja eine Maschine auf das Backup-Repository von ArcSoft UDP. Und erst dann, wenn das abgeschlossen ist, würde dann UDP diesen Backup-Job antriggern und den Tape-Export dann halt starten. Währenddessen das bei der ersten Methode so ist, die ich Ihnen gezeigt habe, habe ich ja keinen Einfluss oder ich kann nicht sehen letztendlich, wann das UDP-Backup fertig ist, sondern muss es dann so einstellen und sagen, ich gehe davon aus, dass das Backup vielleicht von UDP bis 3 Uhr morgens fertig ist und ich starte dann vielleicht morgens um 4, sage ich jetzt mal so, mein Tape-Export dann halt. Auch diese Variante ist kommerziell in allen UDP-Lizenzen, so wie Sie es hier sehen, dann enthalten. Ja, wobei man hier immer noch die Unterscheidung treffen muss, so wie bei Version 1, Variante 1 und 2. Wir unterscheiden ja hier an dieser Stelle, ob Sie auf ein einzelnes Laufwerk draufschreiben oder auf eine Library mit mehreren Laufwerken. Es ist immer so, wenn Sie auf eine Library mit mehreren Laufwerken Ihre Backup-Daten draufschreiben möchten, dann brauchen Sie dafür immer eine UDP-Premium-Lizenz. Ja? Haben Sie nur ein einzelnes Laufwerk, können Sie das auch mit der Standard- und Advanced-Lizenz von UDP dann durchführen. Ja, und dann haben wir im vergangenen Jahr in ArcSoft Backup 17.5 mit dem Service Pack 1 diese Data Store Node Methode mit hinzugefügt. Und ich habe das hier unten mal in dem Screenshot so ein bisschen eingekreist. Und da können Sie dann direkt jetzt den UDP Data Store als solches über diese Light-Integration direkt als solches dann auf Tape exportieren. Ja, das heißt also, hierbei werden alle Knoten und Wiederherstellungspunkte des gesamten Datastores dann auf Band exportiert. Die Deduplizierung bleibt dabei erhalten. Das heißt also, die Daten werden nicht rehydriert in dem Falle. Und es gibt bei dem Verfahren keine granulare Wiederherstellung. Und auch dieses Verfahren ist kommerziell in jeder UDP-Lizenz dann enthalten. Hier gibt es allerdings eine Einschränkung, und zwar bei diesem Data Store Export machen wir einen sogenannten Microsoft VSS Snapshot. Und diese VSS Snapshots von Microsoft sind auf Volumen limitiert, die eine maximale Größe von 64 Terabyte haben. Das heißt halt also, das Festplattenlaufwerk, wo jetzt sich der Data Store drauf befindet, ist größer wie 64 Terabyte, dann werden Sie dieses Verfahren so nicht anwenden können. Ja, also das geht immer speziell um das Laufwerk. Also wenn Sie jetzt hier in dem Fall habe ich jetzt Laufwerk X für mein Datenpfad gewählt, ist das größer wie 64 Terabyte, dann können Sie dieses Verfahren so nicht anwenden. Ja. So, dann haben wir noch eine weitere Variante, und zwar ist das diese Client-Agent-Methode. Und für diese Variante brauchen Sie allerdings eine UDP-Premium-Lizenz auf dem Backup-Server selbst.
Und dann haben Sie die Möglichkeit, den Data Store auch als solches mit diesen vier Verzeichnissen einfach auf Tape rauszuschreiben. Das ist rein technisch gesehen, also nahezu das gleiche wie jetzt in der Methode 3, nur dass Sie hier eine Lizenz für brauchen und dass bei diesem Vorgang die Performance etwas besser ist als in der Methode 3, die ich jetzt dargestellt habe. Ja. Und hier gilt aber auch wieder die Limitierung. Das heißt also, werden nur Laufwerke bis 64 Terabyte dann supported und um dieses Verfahren letztendlich dann anzuwenden. Und ja, und diese Variante mit diesem Data Store Export auf Tape, das ist immer so, dass wir bis dato war das so, dass wir da immer nur ein Vollbackup für unterstützt haben. Das heißt, Sie konnten immer nur den kompletten Data Store als solches dann auf Tape rausschreiben. Ja, das heißt, wenn der, keine Ahnung, 50 Terabyte groß ist, mussten Sie halt immer wieder diese 50 Terabyte dann kontinuierlich dann auf Tape schreiben oder einmal am Wochenende oder wie auch immer. Ja, und jetzt haben wir Folgendes gemacht. In der Version ArcSoft Backup Version 18 ist es so, dass wir die Möglichkeit geschaffen haben, dass Sie jetzt diesen Data Store auch inkrementell auf Tape raufschreiben können. Ja, das heißt also, die gleiche Variante wie jetzt in der Methode 4 können Sie jetzt hergehen und den Data Store, dann machen Sie einmal ein Vollbackup und können danach dann inkrementell diesen Data Store weiter auf Tape raufschreiben. Das ist hier aber gleich nochmal angemerkt, kein inkrementell Forever-Verfahren, sondern arbeitet nach dem alten klassischen GFS-System. Das heißt, Sie machen einmal ein Vollbackup und können dann, ja, wir empfehlen nicht mehr wie 10 weitere inkrementelle Backups dann zu machen und dann irgendwann zwischendurch dann wieder mal ein Vollbackup dazwischen zu schieben. Ja? Und hierbei werden halt auch diese vier Verzeichnisse von dem UDP Data Store dann auf Tape geschrieben. Und dazu sollten Sie auch noch zwei Patches einspielen. Das ist der 15.94 und der 17.15 Stand heute. Und ich habe Ihnen auch hier das Link zum Handbuch mal mit hinzugefügt, sowie müssen dafür noch drei Anpassungen in der Registrie vorgenommen werden. Ich habe jetzt mal einen Screenshot hier gehighlightet, aber das sehen Sie am besten dann, wenn Sie in das Handbuch reingucken. Ich zeige das später dann auch nochmal in der Live-Demo, wie Sie da zu dieser Beschreibung kommen, um das entsprechend dann zu implementieren für alle, die das gerne machen möchten. Ja. So, und ja, dann haben wir noch eine Variante, das sehe ich auch manchmal hin und wieder bei unseren Kunden, dass Sie bitte nicht anwenden sollen. Und zwar gibt es ja in ArcSoft Backup diese Möglichkeit, einen sogenannten Preferred Share, also einfach eine Freigabe von einem anderen System dann halt mitzusichern. Das sehe ich häufig bei Kunden, die gerne ihren Data Store einfach auf ein NAS-System oder so drauflegen. Und die sichern dann einfach über einen UNC-Pfad den Data Store selbst. Das ist so nicht empfohlen, weil wir können über einen UNC-Pfad das Microsoft VSS so nicht starten. Und dabei kann nicht sichergestellt werden, dass die Daten dann konsistent dann oder dass der Data Store selber dann konsistent gesichert wird. Ne? Also bitte achten Sie darauf, dass es immer eine blockbasierte Verbindung ist, wo wir dann auch einen Snapshot dann machen können. Ne? Also sofern das Laufwerk dann per iSCSI über das NAS eingebunden ist, ist das kein Problem. Aber wenn Sie jetzt über einen UNC-Pfad gehen, ist die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass der Data Store danach nicht wieder, also nicht konsistent ist in sich. So, dann haben wir noch eine weitere Variante, die habe ich auch nochmal mit aufgeführt. Das ist dann für alle Kunden, die gerne auf RDX-Medien draufschreiben. Und für dieses Verfahren, sofern das RDX-Medium selbst als Wechseldatenträger bei Ihnen im System eingebunden ist, brauchen Sie dafür kein ArcSoft Backup installieren, sondern das können Sie mit UDP direkt einfach beschreiben. Und zwar gibt es da hier fügt man einfach dem Backup-Plan einen weiteren Task hinzu. Der heißt dann Copy Recovery Points, auf Deutsch heißt es dann Wiederherstellungspunkte kopieren. Und da gibt man dann einfach das RDX-Laufwerk dann frei, sodass dann von allen Quellen aus alle Quellen letztendlich auf dieses Laufwerk drauf zugreifen können. Und man schreibt dann die Backup-Daten einfach auf dieses RDX-Laufwerk dann drauf. Okay.
Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem Punkt bezüglich der Performance beim Tape-Export. Und da schauen wir uns mal die Punkte an, und zwar diese bei der Light-Integration beachten müssen. Ne? Weil es gibt ja viele Kunden, die sagen, okay, so ein Datastore-Export, das ist zwar schön und gut, aber ich habe vielleicht mehr wie 64 Terabyte Daten oder ich habe so lange Aufbewahrungszeiten, dass ich vielleicht auch die Anforderungen habe, nach 2, 3, 4, 5 Jahren herzugehen und muss von einem Tape eine einzelne Datei einfach auch wieder zurückspielen können. Ja? Oder vielleicht auch die Kunden, die sagen, ich kann nicht so einen ganzen Datastore einfach zurückkopieren, weil ich vielleicht den Speicherplatz gar nicht vorhalten kann. Die wählen ja dann den Export über die Light-Integration auf Tape. Und hierbei muss man jetzt einfach Folgendes beachten. Und zwar, sofern der RPS-Server selber auch mit Deduplizierung arbeitet, ist diese Tape-Exportgeschwindigkeit einfach davon abhängig, wie schnell das Festplattensystem, wo der Datastore jetzt drauf liegt, kleine Blöcke lesen kann. Und hier ist es so, je kleiner Sie die Blockgröße an dem UDP Data Store eingestellt haben, desto ja, schlechter ist dann auch die Performance beim Export dann auf Tape. Und ich habe das mal so versucht, so ein bisschen hier exemplarisch einfach mal in so einer Grafik darzustellen. Das heißt, haben Sie einen Data Store ohne Deduplizierung, ist die Performance an der Stelle bestmöglich. Und dann die Performance nimmt dann einfach ab mit der zunehmenden kleinere werdenden Blockgröße, die dabei konfiguriert ist. Ja. Und hierbei kann man jetzt Folgendes machen. Man kann natürlich hergehen und dann, wenn man sagen will, man möchte deduplizieren einfach und man möchte aber auch gleichzeitig seine Daten granular auf Tape exportieren, dann muss man halt dafür Sorge tragen, dass das Festplattensystem entsprechend genug IOPS liefern kann, um die Tape-Library dann ansteuern zu können. Das heißt also, mehr Festplatten, also mehr Festplatten in einem RAID, wie ja, performante RAID-Controller, sorgen dafür, dass sie dann entsprechend auch ja, bessere Exportgeschwindigkeiten bei Tapes dann erzeugen. Wenn Sie hergehen und dann Ihren Datastore von UDP vielleicht über einen UNC-Part auf ein NAS draufgelegt haben und dann vielleicht noch die Blockgröße auf 4 Kilobyte gestellt haben, dann sollte man vielleicht auch nicht so viel erwarten von der Performance beim Export, weil das ist so die schlechtmöglichste Variante, die man dann einfach wählen kann. Ja, wenn man hergeht und sagt, man möchte gerne unbedingt ein NAS verwenden und vielleicht nicht kann oder hat kein internes RAID zur Verfügung, dann sollte das NAS bitte auch immer über eine blockbasierte Verbindung angebunden werden, also sprich iSCSI. Und wenn möglich, sollten dann die Indexpfade dann auf einem lokalen Laufwerk auf dem Backup-System dann selber drauflegen, sodass wir sozusagen von zwei Quellen dann einfach die Daten einfach lesen können. Ja. Und ich habe es mal so versucht, so ein bisschen hier mal so in der Übersicht darzustellen, wie man so die Performance von so einem Backup-System dann optimieren kann. Und hierbei ist es ja relevant letztendlich, wie schnell wir diese kleinen Blöcke aus dem Data Store lesen können. Und im Prinzip sind das eigentlich zwei Verzeichnisse, die hierbei relevant sind, wenn Sie Daten aus dem Data Store wieder exportieren möchten. So ist das einmal der Data Folder und der Index Folder. Und man kann jetzt sagen, ich habe das mal so gemacht, ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt vielleicht einen kleinen UDP Recovery Point Server, wo ich dann, wo die Backup Destination auf einem RAID 5 liegen und der Datenpfad, der Indexpfad und das Operating System liegen alle auf diesem RAID und nur für die Hashes verwende ich jetzt eine SSD-Festplatte. Ja. In einer etwas größeren Umgebung gehe ich dann her und teile dann diese Datenbereiche dann auf und gebe dem Indexverzeichnis auch ein separates einen Festplattenbereich. Und das hat halt dann den Vorteil, dass ja, zwei RAIDs, dass ich von zwei RAIDs dann halt gleichzeitig lesen kann und mir diese Daten dann, also die einzelnen Blöcke dann auf Tape rausschreiben kann, was sich dann halt positiv dann auf die Performance dann auswirkt. Und in der größeren Umgebung habe ich dann einfach alle letztendlich Speicherorder, also Backup Destination, Data Folder, Index Folder, Hash Folder und Operating System dann einfach mal aufgetrennt, sodass wirklich jede Verzeichnisse von einem unterschiedlichen Festplattensystem dann einfach lesen können. Ja, das ist mal nur eine Richtlinie. Ich sage immer, jeder RPS-Server braucht seine eigene Berechnung. Wir bieten ja auch da Tools für an oder stellen auch Hilfeleistung, wenn Sie da Hilfe beim Sizing dann halt brauchen von Ihren Systemen.
Ja, um das mal so ein bisschen grafisch darzustellen, habe ich mal hier so eine Übersicht dargestellt. Was kann man dann noch tun, wenn man jetzt zum Beispiel die Performance bei dieser Light-Integration, also das Verfahren, wo wir granular auf Tapes rausschreiben, dann die Performance optimieren können? Ja, ich habe mal Folgendes gemacht, und zwar ich habe gesagt, hier, wie man auf dem rechten Bild sieht, ich habe hier zum Beispiel meine E-Mail-Server, meinen Datenbank-Server und vielleicht noch einen Hypervisor. Und ich sichere diese Systeme jetzt auf meinen ersten Recovery Point Server. Der erste Recovery Point Server hat einen Data Store ohne Deduplizierung und an diesem Recovery Point Server habe ich auch meine Tape Library jetzt angeschlossen. Ja. Das heißt, ich gehe dann einfach her und mache den Tape Export einfach aus meinem Data Store ohne Deduplizierung, habe da nur eine sehr kurze Retention eingestellt auf diesem Data Store, vielleicht 5 tägliche, ein wöchentliches und ein monatliches. Und schreibe dann diese Daten einfach granular auf die Tapes raus, habe somit dann da die bestmögliche Performance, die ich letztendlich aus meiner Hardware- und Software-Kombination dann rausholen kann. Und für die Langzeitaufbewahrung gehe ich her und repliziere meine Daten in einen zweiten Recovery Point Server rein, wo dann die Deduplizierung aktiviert ist, wo ich dann vielleicht hergehen kann und sage, da hebe ich nicht nur 5 tägliche Sicherungen aus, sondern vielleicht auch 20, 30 und vielleicht auch 10 monatliche und kann den dann halt für die Langzeitretention nehmen. Das heißt also, habe ich ein Backup, was ich schnell wiederherstellen muss, was vielleicht in den letzten 5 Tagen, wo irgendwelche Daten wieder gelöscht worden sind, greife ich auf den ersten Recovery Point Server drauf zu und hole ab da die bestmögliche Restore-Performance. Sind meine Daten älter, und ich muss vielleicht Daten aus von vor 2 oder 3 Monaten wiederherstellen, greife ich auf meinen zweiten Recovery Point Server mit Deduplizierung drauf zu. Habe ich vielleicht Daten, die vielleicht vor 2 Jahren gelöscht worden sind, dann hole ich mir das Tape und stelle die Daten von dem Tape dann halt wieder her. Ja. Das mal so in einem Beispiel dargestellt. In kleineren Kundenumgebungen, wo man sagt, ja, okay, ich kann mir jetzt keinen zweiten Backup-Server leisten, kann man dann einfach mit dem Data Store Export dann arbeiten, wo wir dann hergehen und den gesamten Datenspeicher als solches dann einfach auf eine Tape Library rausschreiben. Ja. Jetzt kann man auch noch drüber nachdenken und sagen, muss ich denn wirklich alle meine Server auf Tape rausschreiben oder sind das vielleicht nur ganz bestimmte? Dann kann ich auch, habe ich ja das Problem, wenn mein Data Store irgendwann zu groß wird, dann muss ich einmal wieder diese ganzen Terabytes dann irgendwann auf Tape dann auslagern. Ja. Da kann man natürlich auch drüber nachdenken und sagen, okay, ich arbeite vielleicht mit 2 Data Stores, wo ich dann sage, okay, ich nehme einen Data Store, wo ich dann vielleicht mit einer größeren Blockgröße arbeite und den ich dann, wo ich dann meine Backup-Daten reinschreibe, die ich auf Tape rausziehen möchte. Und ich mache mir einen zweiten Data Store, wo ich dann vielleicht mit einer kleineren Blockgröße arbeite, die aber nicht unbedingt auf Tape exportiert werden müsste. Das ist auch ein Szenario, wo man drüber dann halt nachdenken kann. Ja. Okay, und soweit zu der Theorie. Jetzt wollte ich Ihnen das in der Live-Umgebung nochmal zeigen, wo diese einzelnen Punkte sind und wie man das Ganze dann halt findet. Und da steigen wir mal direkt in ein. So, Vollbild. So, ich hoffe mal, das können Sie jetzt sehen. Und zwar beginnen wir vielleicht mal mit der ersten Methode. Das heißt, Sie sollten auch immer auf Ihrem UDP-Server, wenn Sie auf Tape Daten exportieren möchten, das Arcsoft Backup dann in der letzten Version mit installieren. Beachten Sie immer bitte die Versionen untereinander. Arcsoft UDP 7 arbeitet mit Arcsoft Backup 18, UDP 6.5 mit Arcsoft Backup 17.5 und so weiter in der Historie dann halt zurück. Ja. Und da gibt es hier den sogenannten Backup Manager und da haben Sie hier die Möglichkeit, dann Ihren UDP Recovery Point Server dann mit hinzuzufügen. Das heißt, wenn Sie das erste Mal machen, dann muss man hier den RPS Server einmal hinzufügen und dem ArcSoft Backup Server dann selber bekannt machen dann halt. Ja. Ist es so, dass Sie vielleicht über 2 Backup-Systeme dann arbeiten und zum Beispiel einen UDP-Server haben und noch einen weiteren Server, wo vielleicht Ihre Tape-Library angeschlossen ist, dann muss es bitte auch so sein, dass Sie nicht vergessen, dass hier der Client-Agent von ArcSoft Backup auf dem UDP-Server auch selbst mit installiert ist, damit wir genau hier auf diesen Data Store dann halt drauf zugreifen können. Ja.
So, und was man sieht, wenn man das jetzt hier aufklappt, meinen Backup-Server, dann sieht man hier einmal diese blauen Monitore. Das sind letztendlich, ist diese sogenannte Lite-Integration, dabei nämlich das letzte Backup, was von dieser Maschine erstellt worden ist, und schreibe das granular dann auf die Tapes dann einfach zurück. Ja? Und das, was Sie hier in Gelb sehen, das sind die UDP Data Stores als solches. Das war diese Variante 3, die ich vorhin aufgezeichnet habe. Da wird der komplette Data Store als solches dann auf Tape dann halt rausgeschrieben. Okay, so, und dann schauen wir uns das Ganze mal in UDP an. Wer das Ganze aus der UDP-Oberfläche dann managen möchte, der installiert dann logischerweise wie immer Arcs of Backup dann auch, und dann müssen Sie einmal hier unter in den Zielen in der UDP-Konsole den Arcs of Backup Server einmal mal bekannt machen, und den fügt man dann hier einfach hinzu, und da gibt man die Adresse von dem Backup Server dann selbst ein. In meinem Beispiel ist es jetzt, habe ich UDP und Arcs of Backup alles auf einem System dann installiert, deswegen sind das auch die gleichen Systeme dann an dieser Stelle. Und dann habe ich hier später die Möglichkeit herzugehen, wenn ich das einmal hinzugefügt habe, kann ich dann in einen beliebigen Backup-Plan jetzt reingehen und beispielsweise sagen, ich möchte jetzt Copy-to-Tape-Task durchführen. Und hier können Sie mal nur auf diese Tasks zuführen, die Sie in dem ersten dann auch angelegt haben. Ja? Das heißt, ich habe nur Daily Backups drinne. Deswegen ist es hier so, wenn ich jetzt gerne eine Wochenendesicherung gerne hätte und möchte nur am Wochenende auf Tape exportieren, muss ich hier einmal noch eine Wochenendesicherung dann einstellen, damit ich später dann hier über das Copy to Tape dann darauf dann auch zugreifen kann. Ja? Und dann sage ich zum Beispiel, ich möchte nur am Wochenende meine Daten einmal auf Tape dann exportieren. Ja, an dem Ziel gebe ich dann meinen Arcs of Backup Server ein. Sie können auch in Ihrem Netzwerk mehrere Arcs of Backup Server mit mehreren Tape Libraries dann hier ansprechen. Die müssen dann einfach der Konsole nur hinzugefügt werden. So wie können Sie Multiplexing aktivieren, und Sie sollten auf jeden Fall immer ein Verschlüsselungspasswort für Ihre Tapes dann setzen, auch gerade dann, wenn Sie die Tapes dann außer Haus dann tragen. Ja, in diesem Schedule-Bereich ist es so, da steht standardmäßig nichts drin. Das bedeutet eigentlich folgendermaßen: Wenn der erste Task abgeschlossen ist mit dem Backup, läuft der zweite Task automatisiert los. Wenn Sie jetzt nicht möchten, dass dieser Task direkt nach dem ersten losläuft, kann man hierher gehen und sagen, ihm ein Zeitfenster geben, wann das Ganze denn starten soll. Jetzt, da hier ein Endezeit drin ist, dann kriege ich häufig die Frage gestellt, hört denn der Tape-Export dann auf, wenn er bis 6 Uhr nachmittags nicht fertig ist? Ne? Nein, das ist nicht so. Also Arcs of UDP oder Arcs of Backup versucht natürlich, das Backup komplett dann auf die Tapes rauszuschreiben, damit Ihre Daten dann auch gesichert sind, auch wenn es jetzt nicht bis 6 Uhr das Ganze geschafft hat. So, und dann passiert hier Folgendes. Es wird ein sogenannter Medienpool erstellt. Dieser Medienpool, den finden Sie nachher auch in Arcs of Backup wieder. Das ist letztendlich diese Integrationsschnittstelle, die wir in Arcs of Backup haben. Und da wird dann auch die Retention der Tapes dann definiert. Das heißt also, hier stelle ich dann ein, wie lange sollen meine Tapes letztendlich jetzt nicht überschrieben werden. Und hier unten habe ich dann noch zwei Varianten. Ich kann dann sagen, möchte ich an vorhandene Tapes meine Daten anhängen? Oder möchte ich meine Backup-Daten auf separate Tapes dann halt draufschreiben? Gut, soweit. Soweit von dieser Anbindung jetzt hier in Arcs of UDP zu den Tapes. Und jetzt kommen wir mal zu dem Verfahren, was wir jetzt neu in Arcs of Backup 18 hinzugefügt haben. Und dazu habe ich mir schon mal einen Backup-Plan dann eingerichtet, und wir können uns den Ganzen einfach mal anschauen. Und zwar hier geht es jetzt darum, den kompletten Data Store als solches mit einem Full Backup einmal auf Tape zu schreiben und danach inkrementell dann weiter zu sichern. Und das schauen wir uns das Ganze mal an in der Konfiguration jetzt hier. Ich habe dann hier von der Quelle
gehe ich dann her und definiere einfach, also gehe in das Verzeichnis rein, wo jetzt mein DDoP-Datenspeicher sich befindet und wähle dann genau explizit diese vier Verzeichnisse aus, die ich dann auf Tape halt rausschreiben möchte. Und dann gehe ich in dem nächsten Step her und wähle im Scheduler dann ja, also das Scheduling letztendlich, also die Ablaufplanung und kann dann hier auf inkrementell setzen. Und dann hier habe ich eingestellt zum Beispiel, dass ich jetzt unter der Woche inkrementell sichern möchte und einmal am Freitag mache ich dann ein Full Backup. Wie gesagt, es ist empfohlen, wenigstens, also spätestens nach 10 inkrementellen Sicherungen dann auch wieder mal ein Full Backup von dem Data Store dann halt durchzuführen. Ja. Und ja, als Ziel gebe ich dann meine Tape-Library ein oder mein Einzellaufwerk. Und wichtig ist, was Sie nicht vergessen sollten, setzen Sie bitte hier in den Optionen, gibt es in dem Reiter Volume Shetty Copy Service, aktivieren Sie bitte das VSS und deaktivieren Sie diesen Punkt Revert to Traditional Backup if VSS fails. Ja, nur so kann sichergestellt werden, dass auch der Data Store als solches dann konsistent dann auf Tape rausgeschrieben wird. Ja, so gut soweit. Und ja, für diesen Vorgang ist es notwendig, dass man noch ein paar Anpassungen in der Registrierung durchführt. Und das möchte ich Ihnen gerne mal zeigen, wo Sie dazu die Dokumentation finden. Und zwar, da haben Sie die komplette Beschreibung hier auf dem Supportportal von ArcSoft Backup, also support.arcsoft.com. Und dann gibt es dann die ArcSoft Backup 18 Dokumentation. Und ich rufe die mir mal auf. Na, und da gibt es hier die Release Notes, weil das ist ja ein neues Feature, was wir in ArcSoft Backup mit hinzugefügt haben. Und hier finden Sie dann den Link, wie Sie inkrementelle Sicherungen dann halt auf Tape raufschreiben können. Ja, das heißt, hier sehen Sie die Voraussetzungen, wie die Konfiguration eingestellt ist und wie auch man ein Point-in-Time-Restore dann halt entsprechend dann durchführt. Okay, und bitte nicht vergessen, spielen Sie dafür, wenn Sie ArcSoft Backup 18 installiert haben, den Patch 15.94 und 17.15 ein. Den können Sie ebenfalls von unserer Support-Webseite dann herunterladen. Okay, ja, und dann habe ich noch eine Sache, was ich gerne Ihnen noch zeigen wollte. Und zwar, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das mitbekommen hat. Wir haben in der UDP 7.0, wo die vor ein paar Monaten gelauncht haben, die Möglichkeit geschaffen, dass Sie einen UDP Data Store jetzt auch auf mehrere Laufwerke verteilen können und das auch im Nachhinein her. Ja? Und das wollte ich Ihnen gerne nochmal zeigen, weil das könnte nämlich auch interessant sein, wenn Sie Ihre Daten von größeren Datenspeichern als solches auf Tape exportieren möchten. Ja? Und wir gehen ja erstmal immer nochmal zurück in UDP und da habe ich ja meinen Recovery Point Server und den starten wir jetzt einfach mal, genau, den Data Store. Und wie man sehen kann, ist es so, dass dieser Data Store selbst schon jetzt an eine Speichergrenze irgendwo rangekommen ist. Ne? Meine Festplatte ist nahezu voll und ich kann das auch nicht mehr weiter. Also es gibt eigentlich so diese zwei Anwendungsfälle. Sie möchten gerne in den Data Store selber weiter reinschreiben, weil der Vorteil, wenn Sie alle Ihre Daten in einem Data Store drin haben, ist, dass die globale Deduplizierung dann effizienter arbeitet, weil ja, weil die globale Deduplizierung agiert immer in einem Data Store selbst. Haben Sie jetzt mehrere Data Stores, dann verlieren Sie ein bisschen an Effizienz von der Deduplizierung. Und jetzt sagt er mir zum Beispiel, dass mein Datenziel hat noch 10 Gigabyte frei. Ja? Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, in UDP herzugehen und diesen Datenpfad auf ein weiteres Volume zu auszudehnen. Und ich habe das Ganze schon mal vorbereitet. Und zwar, ich habe mir hier in meinem Backup-Server selbst einfach ein weiteres Laufwerk hinzugefügt. Deshalb habe ich jetzt einfach mal Laufwerk F genannt. Das hat jetzt nochmal hier 60 Gigabyte in meinem Beispiel. Und da lege ich mir jetzt auch eine Verzeichnisstruktur an. Und das nennen wir dann DDoP 16 KB. Und dann brauchen wir
die Command Line. Und dann gehen wir in das Verzeichnis von Arcsoft UDP. So, und dann haben wir ein Kommandozeilen-Tool. Das ist dieser, ich habe das mir mal rauskopiert hier, das ist der ASGDD-Manager. Der eine oder andere wird das ja vielleicht schon mal gehört haben. Und dann gebe ich ihm dieses Kommando mit. Ja, das heißt also, das ist dieses Tool. Ich sage ihm, wie dieser Datastore dann heißt. Deswegen, ich habe hier schon mal einen Datastore vorbereitet, der heißt jetzt Webinar. Den habe ich auch schon mal angehalten hier im Vorfall. Und jetzt habe ich nur einen Fehler hier gemacht. Ich muss natürlich den Ordner hier auch Webinar dann nennen. Ne? So. Webinar. So. Und ich sage ihm letztendlich, wie der Datastore heißt und gebe ihm den weiteren Pfad mit. Und habe ich hier einfach reingeschrieben, das Laufwerk F, Datastores und Webinar. Und dann kann ich hergehen und diesen Datastore dann einfach erweitern. Ja, muss mal schauen. Habe ich den Pfad nicht richtig drin? F. Ich habe einmal verschrieben in dem Pfad. Mal gucken. FDataStore habe ich es genannt. Und hier ist, glaube ich, ein S noch mit drin. Das muss raus. So. Und dann macht er das auch. Ich mache das hier mal ein bisschen größer. Ja. Und dann kann man jetzt schön sehen, dass ich jetzt hier einen weiteren Pfad halt hinzugefügt habe. Und ich habe jetzt hier weitere 60 Gigabyte für meinen Datastore und wenn ich den jetzt starte, dann zeigt er mir an, dass ich nicht nur 10 GB frei habe, sondern dann auch ein bisschen mehr. Ne? Und das sieht man dann hier an dieser Data Destination dann hier, dass ich jetzt hier dann deutlich mehr Platz zur Verfügung habe. Ja? Und ja, das wollte ich Ihnen noch zeigen. An der Stelle, wenn Sie vielleicht mal auf Engpässe laufen und vielleicht Ihr vorhandenes RAID nicht mehr erweitern können und müssten vielleicht ein weiteres an den Backup-Server anfügen, gibt es dann jetzt hiermit die Möglichkeit, das zu erweitern. Das ist auch übrigens ein Verfahren, was wir bei unseren Appliance jetzt standardmäßig machen. Wenn Sie jetzt eine Appliance bei uns kaufen, die mehr wie 64 Terabyte Zielstorage hat, dann werden Sie sehen, das ist auch von vornherein von uns so vorbereitet, dass der Datastore einfach über mehrere Laufwerke aufgeteilt ist. Weil dann haben Sie einfach die Flexibilität und können jederzeit dann entscheiden, okay, möchte ich jetzt vielleicht einen granularen Export machen, dann geht es ja sowieso. Aber wenn Sie jetzt einen Datastore-Export machen, dann haben wir ja dieses 64 Terabyte Limit von Microsoft. Und dann können Sie es einfach über mehrere Laufwerke dann auch abwickeln, um Ihre Daten dann auf Tapes dann halt rauszuschreiben. Gut, soweit. Dann gehen wir mal zurück zu der PowerPoint. Und ja, jetzt stellt sich wahrscheinlich jeder die Frage, welche ist die empfohlene Methode dann von uns? Wie gesagt, das kommt immer auf die Anforderungen drauf an. Was wir sagen, wir empfehlen von ArcSafe selbst also in einer Infrastruktur auf jeden Fall einmal eine RPS-zu-RPS-Replikation einzuschließen, die vielleicht auch in unterschiedlichen geografischen Positionen steht, wo auch eine völlig andere Authentifizierung durchgeführt wird, wo zum Beispiel der erste RPS-Server vielleicht Mitglied in der Domäne ist und der zweite nicht in derselben oder in gar keiner Domäne vielleicht zuständig, also der komplett für sich irgendwo abgeschottet läuft, wo lediglich eine Replikation von dem ersten auf den zweiten RPS-Server läuft, wo Sie auch ein normales Nicht-Administrator-Konto dann auch auf dem zweiten RPS-Server dann verwenden können, um vielleicht auch gerade wenn es um Ransomviren-Attacken geht, sich davor zu schützen. Und der RPS-Server 1 auch nur zu RPS-2-Server hinzugefügt wird, jedoch hat der keiner, sag ich mal so, keinerlei Berechtigung, um Änderungen oder Löscharbeiten letztendlich auf dem zweiten System dann durchzuführen. Und den Vorteil, was Sie auch haben, das hatte ich, glaube ich, vorhin auch schon erwähnt, Sie können auf Ihrem zweiten RPS auch eine andere Bewahrungsverwaltung konfigurieren. Das heißt also, Sie können auf dem zweiten RPS-Server auch mehr Recovery Points aufbewahren wie auf dem ersten und andersrum dann halt. Ja.
Und es ist letztendlich eine ja, ideale Lösung, letztendlich, um sich gegen ja, Feuerüberschwemmung, Diebstahl, Viren und Ähnliches dann halt zu schützen. Wer dennoch auf Tape auslagern möchte, da hatte ich ja die Methoden jetzt empfohlen. Diese Vier-Ordner-Methode ist ideal für viele Knoten mit einer hohen Deduplizierung zwischendrin. Die Light-Integration ist dann besser geeignet, wenn Sie ja, viele Knoten, aber nur wenige Bandkopien letztendlich auf Daten schreiben möchten. Und man kann auch in Betracht ziehen, letztendlich mehrere kleine Data Stores dann einzurichten, um diese Daten dann, also die Data Stores dann einzeln dann auf Tape dann halt rauszuschreiben. Ja. Ja, und das Ganze nochmal vielleicht erwähnt, UDP als einheitliche gesamte Lösung. Wir haben dazu auch eine Backup- und Disaster Recovery Appliance, wo Sie entsprechend auch Ihre Einzellaufwerke oder Tape Libraries dran anschließen können. Diese Appliance ist wie gesagt eine All-in-One Disaster Recovery Lösung, die entsprechend für Backup und Restore und Disaster Recovery Prozesse dann optimiert ist. Also sind Sie gerade vielleicht dabei an einem Hardwarewechsel bei Ihnen im Unternehmen oder streben Sie das an, letztendlich auf eine performantere Umgebung letztendlich zu wechseln, ist eine Appliance die ideale Lösung. Und wir haben da aktuell noch eine Promotion, die bis zum 23. September läuft, wo Sie sich 30% Discount auf die Appliance dann selber dann sichern können. Okay. Und dann haben wir noch eine kommende Veranstaltung, die ist schon morgen, jetzt im Juli. Und da geht es eigentlich um das Thema Office 365 Backup. Falls Sie das interessieren sollte, ich würde mal einfach in den Chat den Anmeldelink reinkopieren. Da können Sie sich dann dran anmelden. Da erfahren Sie alles letztendlich um die Sicherung von Office 365 der Daten, wie wir Ihnen dabei helfen können. Wir erzählen, was Microsoft tut und auch gerade, was Microsoft im Bereich Backup nicht tut. Und ja, geht eine halbe Stunde. Falls Sie es interessiert, melden Sie sich dazu an, einfach. Und dann, wie immer, habe ich für Sie noch eine kleine Poll-Frage zu vorbereitet, bevor ich dann gleich zu Ihren Fragen dann komme. Ich würde das eben mal launchen. Und zwar, wie immer, die Frage: Möchten Sie von unserem Vertrieb kontaktiert werden, um weitere Informationen zu erhalten? Da können Sie jetzt bitte abstimmen. Ich würde Ihnen mal da eine halbe Minute zur Zeit geben, dass da jeder mal klicken kann. Okay, dann würde ich mich soweit bedanken für die Abstimmung und dann mal zurückkehren hier. Ja, Sie können ja weitere Informationen sich natürlich über unsere deutsche Arxiv-Seite anschauen, sowie alle Aufzeichnungen von unseren vergangenen Webinaren und auch dieses über unseren deutschen YouTube-Kanal. Ich habe den unten den Link mal mit eingebaut, aber Sie können auch, wenn Sie einfach in YouTube suchen nach Arxiv, gibt es da eine Playliste, die Arxiv Dach heißt und da finden Sie alle deutschen Webinare in Aufzeichnungen dazu. Sowie können Sie es von unserer Webseite die 30-Tage-Trial-Version dann herunterladen von Arxiv UDP sowie auch von Arxiv Backup natürlich. Okay, und dann würde ich gerne jetzt Ihre Fragen beantworten, die in dem Chatbereich aufgelaufen sind. Und da gibt es eine Frage: Gibt es den Data Store Export auch schon in der Version 6.5? Ja, da gibt es den auch. Und zwar diesen Dedup Data Store Export. Der wird ja selbst nicht von UDP durchgeführt, sondern von Arxiv Backup. Und die korrespondierende Version für UDP 6.5 ist es Arxiv Backup 17.5. Und das müssen Sie sich einfach auf Ihrem Server dann installieren. Und dann können Sie auch hergehen und den Data Store dann als solches auf Tape exportieren. Ja? Haben Sie jetzt vielleicht nur eine UDP Standard oder Advanced Lizenz? Dann würden Sie das so wie in Methode 3 beschrieben über diese Integration der Recovery Point Server in Arxiv Backup dann durchführen, um Ihre Backup-Daten dann auf Tape rauszuschreiben.
So, dann noch eine Frage. Wird bei dem Copy-to-Tape das Band immer wieder überschrieben oder wird ein neues Backup angehangen? Das kommt darauf an, wie es eingestellt ist. Da gibt es ja diese zwei Optionen in UDP, die man dann konfigurieren kann. Entweder neue Tapes verwenden oder an bestimmte Anhängen. Und dann kommt es natürlich auch noch darauf an, wie Sie die Retention eingestellt haben. Ja, das heißt also, wenn Sie gerne hergehen möchten, Ihre Tapes jede Woche überschreiben, dann sollten Sie auch die Retention natürlich nicht länger einstellen wie eine Woche. Ja. So, wie können im ArcSoft Backup mehrere Laufwerke angesprochen werden? Ja, das passiert völlig automatisiert. Und zwar, es gibt in ArcSoft Backup ja die sogenannte Tape Library Engine. Und es wird letztendlich einen Backup-Job nur dieser Engine übergeben. Und ArcSoft Backup geht her und ja, managt diesen Prozess komplett automatisiert. Und wenn ArcSoft Backup jetzt mitkriegt, es sind mehrere Laufwerke vorhanden, dann wird er diese auch verwenden, um die Daten schnellstmöglich dann auf Tape dann rauszuschreiben. So, funktioniert die inkrementelle Sicherung des Data Stores auch für die Variante 3? Nein, das geht dort nicht, sondern für die inkrementelle Sicherung des Data Stores auf Tape, dann ist es wirklich Voraussetzung, dass Sie eine UDP Premium Lizenz für den Backup Server selbst haben, weil da ist nämlich das vollständige ArcSoft Backup mit enthalten und dann können Sie hergehen und diesen inkrementellen Export auf Tape dann halt durchführen. So. Ja, dann noch eine Frage, jetzt auch Performance beim Tape-Export. Wir haben aktuell einen Datastore mit 37 Terabyte auf einem RAID 50. Laut der Tabelle in der Präsentation ist die Empfehlung, RAID 6 zu nehmen. Allerdings ist RAID 6 deutlich langsamer als ein RAID 50, da kann ich Ihnen recht geben. Ebenso ist die Frage, wie viel besser ist die Performance, wenn wir den Index auf ein anderes RAID auslagern? Und ja, was ich da in dieser Tabelle gezeigt habe, das sollte eigentlich nur der Veranschaulichung dienen, damit man sieht, was die Aufteilung der einzelnen, also dass man die einzelnen Datenpfade eigentlich unter sich dann aufteilt. Natürlich können Sie dann hergehen, auch ein schnelleres RAID verwenden, als jetzt in meinem Beispiel genannt. Deswegen hatte ich ja auch nochmal explizit gesagt, dass jede Konfiguration letztendlich, also jeder RPS-Server seine eigenen Sizing dann halt bedarf. Es ist ganz einfach so, und zwar, um auf die Frage zurückzukommen, ob das Sinn macht, das Index auf ein weiteres RAID mit draufzulegen. Und zwar, ja, das macht Sinn. Und zwar, wir haben über die Indexe stellen wir letztendlich fest, wo sich die Datenblöcke dann in dem Datenpfad dann halt befinden. Das heißt, da ist ein ständiger Zugriff auf dieses Indexverzeichnis und es wird sehr stark beansprucht, gerade wenn Sie jetzt einen File-Level-Restore durchführen oder halt auch, wenn Sie auf Tape dann exportieren. Und ich sehe das so, Sie können dafür ein eigenes RAID dann halt verwenden. Es gibt auch einige Kunden, die gehen her und sagen, ich baue mir dadurch, dass die Indexe vom Verhältnis her, von der Datenmenge relativ gering sind, bauen sich dann einfach eine SSD-Festplatte oder zwei SSD-Festplatten und hängen die in ein RAID rein, in das Backup-System ein, um da eine bestmögliche Performance dann halt rauszuholen. So. Ja, dann noch eine Frage. Wie wird das Recovery aussehen, wenn man den gesamten Data Store gesichert hat im Disaster Recovery Fall? Ja, erstmal ist es so, sagen wir so, wenn Sie jetzt nur einen einzelnen Backup-Server haben, ne, und die Daten auf das Tape, sag ich jetzt mal so, ausgelagert haben und Sie verlieren, sag ich mal so, den ganzen Standort inklusive allem, ja. Was wir immer empfehlen, ist, dass Sie wenigstens von dem Backup-Server selbst, also von der C-Partition, wo das ArcSoft UDP und wo das ArcSoft Backup installiert ist, eine Sicherung mit dem UDP-Agent einfach irgendwohin auf ein NAS oder so drauf machen, was vielleicht auch in einem externen Standort gespeichert ist oder auf einem externen RPS-Server. Dann haben Sie nämlich die Möglichkeit, wenn Sie mit Ihrer neuen Hardware kommen, dann legen Sie einfach die Bare Metal Recovery CD oder den Stick ein.
Und dann können Sie hergehen und den UDP und den Arcsoft Backup Server damit dann einfach wieder herstellen, sodass Sie ein lauffähiges System haben. Dann haben Sie die ganze Datenbank und die ganze Konfiguration dann wieder zurück. Und dann legen Sie dann einfach in Ihre, ich sag mal so, neue Tape-Library dann die Bänder ein und können den kompletten UDP-Data-Store von den Bändern dann auf den neuen Backup-Server dann zurücksichern. Dann mountet man, also man importiert den Data-Store einfach in UDP. Das geht mit ein paar wenigen Klicks über dieses Recovery-Point-Section. Und dann haben Sie die Möglichkeit, von dort aus dann weiterzugehen und dann Ihre virtuellen Maschinen und Ihre anderen physikalischen Server dann halt wieder herzustellen. So, dann gibt es noch eine Frage zur Lizenzierung. Arcsoft Backup ist immer mitlizenziert bei UDP Premium. Ja, das ist so. Der Unterschied zwischen den einzelnen Editionen ist einfach so, in der UDP Standard und Advanced haben Sie eine Basisversion von Arcsoft Backup mit enthalten, die es Ihnen lediglich erlaubt, aus einem UDP Data Store die Daten auf Tape rauszuschreiben und da auf ein einzelnes Tape rauszuschreiben. In der Premium-Version haben Sie das vollständige Arcsoft Backup mit dabei, wo Sie auch selber andere Quellen außer der UDP Data Store sichern können und zusätzlich auch noch auf Libraries raufschreiben, die jetzt vielleicht mehr wie einem Laufwerk dann halt hat. So, dann gibt es noch eine weitere Frage. Kann man den Index und die Hashpfade auch nachträglich noch verschieben? Auch das ist möglich. Wir haben dazu Knowledge Base Eintrag auf unserem Support-Portal. Müssen Sie einfach mal danach suchen und da ist die Vorgehensweise dann auch entsprechend beschrieben. Können RPS-Server auch unter verschiedenen Betriebssystemen laufen? Auf Windows und Linux? Das ist nicht so. Also wir unterstützen RPS-Server nur für Windows-Betriebssysteme. Aber in dem Fall ist es so, Sie können einen RPS-Server auf einem Windows-Server 2012 oder den anderen auf 2019 installiert haben. Das spielt dabei an der Stelle keine Rolle. Dennoch eine Frage zum Upgrade der Lizenzen. Wie kann man die Lizenzen von UDP 6.5 auf 7 upgraden? Das geht auch über unser Support-Portal. Da machen Sie einfach ein Support-Ticket bei uns auf und fragen auf nach einem sogenannten Free-of-Charge-Upgrade. Und in diesem Ticket laden Sie einfach von Ihrem Lizenzzertifikat, was Sie von uns erhalten haben, die Order- und Fulfillment-Nummer rein. Die ist auf diesem Zertifikat mit angegeben. Oder Sie laden einfach das komplette Zertifikat in das Ticket mit rein. Und dann wird man Ihre Lizenzen dann zu UDP 7 bzw. Arcsoft Backup 18 dann konvertieren und Sie kriegen ein neues Lizenzzertifikat und können dann hergehen und ja, den Upgrade-Prozess dann durchführen. So. Also, ach, vielleicht nochmal hier die Frage, welche Versionen zusammengehören. Also, ist es letztendlich so, dass das geht so in diesen 0,5er Schritten einfach nach unten, ne? Das heißt also, UDP 7 arbeitet mit Arcsoft Backup 18, UDP 6.5 mit 17.5, UDP 6.0 mit 17 und UDP 5 mit 16.5. Ja? Okay. Gibt es die Möglichkeit, die Konsistenz von der Dedup-Daten zu prüfen? Ja, das gibt's. Und zwar in unserem Assured Recovery-Test gibt es die Möglichkeit, herzugehen und einen Checktest über alle gesicherten Datenblöcke dann von der jeweiligen Sicherung dann durchzuführen. So, okay. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts übersehen hier von Ihren Fragen. Sollte das dennoch der Fall sein oder Sie schauen sich die Aufzeichnung an und haben noch irgendwelche Fragen dazu, können Sie mir jederzeit an dennis.rotsch@arcsurf.com eine E-Mail schreiben und ich würde die dann anschließend versuchen zu beantworten. Des Weiteren möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich Ihnen die Slides, die Sie heute gesehen haben, und noch weitere PDF-Dokumente als Handout zur Verfügung gestellt habe. Und ja, ansonsten bedanke ich mich für Ihre Teilnahme und ja, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.